Von mir aus stoße ich den ab. Ich will einfach nur das Feeling haben. Ich will einen, den ich Ja. spiele. Abseits, Ich will so einen abseits. Grillisch. Was? Ist Warte das mal, was abseits ist oder das? Warte mal, was? Warte Abseits? mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß auch nicht, Der hat die Michi. Fahne nicht gehoben, das war kein Abseits. Nix, aber ich habe oben links Dings, 1 Million Coins. Oh! Messi! Oh mein Gott! Messi! Ja! 2015, 2016, als ich aufgehört habe mit Fußball. Messi! Digga, ich hab's gar nicht gerafft! Ich dachte gerade, da kommt die Maria! Konntest, weißt du? Diese, wo Oh du in die Luft Gott, so ein mal bisschen eben! springen konntest. Ja, Ja. Argentinien! Right Wing! Ja, genau, Messi! die war da auch. Messi! Nein, nein. Wer? Dem genießen. Lionel Digga. Messi! Ja, sag Nee. ich! Ah, der Gott. Eigene? Abseits? Das war niemals abseits. Powershot. Boah, der sah gut aus, aber ne? Peter Crouch in der Mitte. Alter, ich hab alles gesehen! Peter Crouch, Junge! Wird noch ansteigen. 15K ist Max. Oh, ich glaube, das ist was Gutes. Ronaldo! 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 Cristiano Ronaldo! Boah, ein Zuckerball. Wie kann das denn kein Elfmeter sein, Mann? Das ist so räudig. Diese Schiedsrichter, Alter, ich check die gar nicht. Ja, das ist mein erstes Tor. Rival ist alles gut. Man denkt, dass Vinny der krasseste ist, aber ne. Und war auch einfach nur krass, ne? Außer der Schuss. Was? Hä? Ah. Hä? Hey, ja, okay, Chat. Chat, okay, sorry. Ach so. Ist der Trade von Angelino im Tor? Das ist das dreckigste. Oh mein Gott! Mach die Konsole aus! Das war jetzt echt hart. Video, wenn du Josh Strobel kennenlernst. Ich so, Digga, was soll das? Was ist Scheiße? Oh, Cristiano. Ja! Ja! Strobel und Trimax ist einfach dick und doof. Bin ich dick genug, um dick darzustellen? Also, Chef Schruß ist auf jeden Fall doof genug, das ist hundertprozentig. Das Fressbrett halten, Digga. Aber deine Schnauze, sonst kriegst du ja, fängst du ja eine. Super Pass jetzt. Neuer Handy. Klasse gemacht. Also, das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Digga, das ist so. Haaland? Ja, schade. Keine Scheinwerfer. Keine Scheinwerfer, nee, ist gut. Icon! Was? Nein, Oh Spaß. mein Gott, dieser Wichser, Digga. 81er. Digga, ich dachte wirklich, er hat eine, ne? Ich habe mir fast gerade in die Hosen gekackt nebenbei. Boah, ich halt war schon so Digga, wo du am sagst, ich Wiesen. muss kacken, bis gleich, Jungs. Jetzt habe ich alles gesehen. Der läuft echt gut, der Dembele. Hohoho! Alter! Ronaldo! Spinnst du? Machst du denn da?
Haut er sich die Rübe im Pfosten ein? Walkout, bitte, 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 bitte! Ja! Morgen um 8 zur Abrede zum Bachelorarbeit schreiben. Woo, Mbappé. Elber! Schade. Wo habt ihr gesehen, wo der hingeflogen ist? Der ist einfach durch die Bande durchgeflogen. Okay, Son. Oh! Erling Haaland! Sofort auf dem Markt, der Hurensohn. Was? Was macht er? Er soll das Ding wegflanken. Er soll das Ding wegflanken, rutscht dabei aus und grätscht ihn damit. Oh. Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digi, wo ist das gedimmt gewesen? Wo, Junge? Oh mein Gott! Schnell ist aber ins Torchat, Achtung. Einfach durchziehen, Chat. Einmal ins andere Stadion. Hä? Hä, warum? Im Tutorial eben war es nicht so, Chat. Bei der Topper... Marquinhos! Ja, moin! 88er! Digga! Ich hab echt gar nichts gerafft. Was ist, Max, was ist dein All-Time-Lieblingsspieler Bayern? Bayern, sag ich schon. Bundesliga? Oh, ich wette mit euch, Chat, Monte wird zu 100% sagen, Stefan Effenberg. Ja, das war noch ein Spieler auf dem Feld. Der hat noch Charakter gehabt, der hat auch mal seinen Mund aufgemacht, der war super. Genauso kommt das jetzt. Gib mir mal eine Auswahl. Nein, wieso soll ich denn Auswahl geben? Einfach so, was jetzt im Kopf kommt. Also ich fand Robben extrem geil, aber den nehme ich nicht, den locke ich nicht ein. Warum nicht? Weil ich noch weiter erstmal überlegen muss. Was würdest du sagen, Monte? Wer ist dein All-Time-Bundesliga- Lieblingsspieler? Ich glaube, ich würde mit Effenberg gehen. Von Stefan Effenberg. Wieso? Weil das einfach ein Spielertyp war. Erstmal natürlich war er bei Bayern. So. Aber das war einfach ein Spielertyp, den ich einfach geliebt habe, Digga. Das war einfach eine Kämpfersau auf dem Spielfeld. Ja. Der auch mal mit dunkelgelb reingegangen ist. Der auch mal rumgegrölt hat, seine Spieler zusammengeschissen hat. Das war einfach... Der war spielerisch jetzt vielleicht nicht überragend, weißt du, wie ich meine? Aber es war halt einfach ein Typ Charakter, den ich immer sehr enjoyed habe auf dem Fußballfeld. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich gehe mit Klose. Yes, Stefan Effenberg. Ohne mich wärst du da niemals rausgekommen, du bist immer noch da schwimmen. Das stimmt, Digga, das stimmt.